Hallo und herzlich willkommen zur Race Preview zum Finale der zweiten SRX-Saison. Ja, das Finale der zweiten SRX-Saison wird in diesem Jahr auf dem Sharon Speedway auf einem weiteren Dirt Track ausgetragen. Den haben wir leider ja mal wieder nicht im Spiel drin. Dementsprechend habe ich mich jetzt dafür entschieden, hier die Strecke Grand Park zu nehmen. Die kommt, denke ich mal, ja, ganz relativ nah dran, so nah wie es auf jeden Fall wird. Und ja, dementsprechend würde ich sagen, stürzen wir uns ins Finale. Aber jetzt gibt es erstmal den Anflug und dann stürzen wir uns rein ins Rennen. Los geht's. Vom E55 Raceway in Missouri geht das ca. 1000 Kilometer nordöstlich nach Ohio zum Sharon Speedway. So, da sind wir auch schon auf der Strecke angekommen und starten direkt mal rein in das erste von zwei Heatrennen hier beim sechsten und wie gesagt finalen Rennen der zweiten SRX-Saison. Es war bisher eine wirklich tolle Saison, hat echt viel Spaß gemacht. Wir hatten tolle Zweikämpfe, ja, auch ein paar Auseinandersetzungen auf und neben der Strecke, die auf jeden Fall das Ganze nochmal ein bisschen interessanter gemacht haben. Natürlich wieder absolut tolle Fahrer und bei diesem letzten Rennen der zweiten Saison haben wir auch nochmal, ja, wahrscheinlich das zumindest aus der aktuellen Generation bestbesetzte Starterfeld der Saison, denn wir haben unter anderem zwei aktive Cup-Fahrer, NASCAR-Cup-Fahrer dabei, aber dazu gleich später nochmal mehr. Ja, es wird also das letzte Rennen erstmal sein, wo nochmal die Autos mit 675 PS, dem 6,5 Liter V8 eingesetzt werden. Ob es nochmal eine dritte Saison gibt, steht bisher noch in den Sternen, aber da die Serie bisher insgesamt sehr gut ankommt, halte ich das persönlich nicht für unwahrscheinlich und ich persönlich würde mich da auch sehr drüber freuen, weil die Serie wirklich Spaß macht. Aber ja, jetzt gehen wir, wie versprochen, nochmal zum Starterfeld über. Da sind es, ja, ein letztes Mal sprechen wir es noch durch. Die 8 Vollzeit- oder Vollzeitstarter, Hauptstarter, unter anderem mit dabei der Bad Guy der Serie. Das hat sich auch in der zweiten Saison langfristig nicht geändert. Paul Tracy, der 2003 die Champ Car Serie, sprich den Vorläufer der IndyCar Serie, gewinnen konnte. Dann Tony Stewart, den, ja, Erfinder der Serie quasi, der zweimaliger IndyCar-Meister und dreimaliger NASCAR-Cup-Champion geworden ist. Michael Waltrip ist ein Auto, wie wir gerade fahren. Zweimaliger Daytona 500-Gewinner. Dann haben wir mit dabei Bobby Labonte, auch ein Publikumsfavorit, der im Jahre 2000 die NASCAR-Cup-Series für sich entscheiden konnte. Genauso wie Ryan Hunter-Reay, der in diesem Jahr neu dazugekommen war, der 2012 die IndyCar-Meisterschaft gewinnen konnte, während es jetzt schon in die letzte Runde des ersten Heat Races reingeht. Genauso neu in diesem Jahr war auch Ryan Newman, der bis zum letzten Jahr noch aktiver NASCAR Cup Series Pilot war und 2008 das Daytona 500 gewinnen konnte. Gewinnen konnten wir den ersten Heat leider nicht. Scott Speed hat uns hier besiegt, aber nichtsdestotrotz geht es gleich weiter mit dem zweiten Heat. Bringen wir die Liste noch kurz zu Ende. Wir haben auch natürlich wieder mit dabei Greg Biffle, der NASCAR Truck und Xfinity Meister geworden ist. Genauso wie Marco Andretti, der zweimalige IndyCar Rennsieger geworden ist. Und dann haben wir auch hier in diesem Rennen natürlich noch vier Gaststarter, die, wie gesagt, größtenteils sehr, sehr prominent sind. Wir haben wieder mit dabei, nicht zum ersten Mal, Tony Kanaan, den IndyCar-Meister von 2004. Und dann, wie gesagt, zwei, ja, aktive NASCAR-Cup-Fahrer. Und das ist sehr interessant, denn die beiden sind eigentlich auch abseits der Strecke sehr gut befreundet. Wir haben Chase Elliott, den NASCAR-Cup-Series-Champion aus dem Jahre 2020, der auch aktuell in der NASCAR-Point-Standings in der Cup-Serie die Punkterangliste anführt. Mit dabei ist auch sein Kumpel Ryan Blaney, der in der NASCAR Cup Series den Nummer 12 Ford für Team Penske fährt und aktuell auch in den Playoffs wäre, auch wenn die Situation noch nicht ganz so sicher ist. Mit dabei ist natürlich auch der Vater von Ryan Blaney, nämlich Dave Blaney. Und das macht das Ganze auch, ja, zu was ganz Besonderem. Dave Blaney war selber von 1992 bis 2014 in der NASCAR Cup Series aktiv, hat einen Xfinity-Rennsieg holen können und gilt ansonsten als Dirt-Spezialist, da er da quasi den Dirt-Hintergrund hat. Den Dirt-Background war 1984
USAC Champion und 1995 World of Outlaws Champion. Also sprich, diese kleinen Dirt Track Autos, diese kleinen Dirt Track Ovale kennt ihr sehr gut und vor allem auch den Sharon Speedway, denn dieser gehört zum Teil zumindest auch der Blaney Familie. Also sprich, Dave Blaney ist da teilweise auch Eigentümer von. Dementsprechend ist die Einladung da nicht besonders überraschend gewesen. Das passt auch, weil das Rennen ist ja von Samstag auf Sonntag. Das heißt, die Schedule passt, dass beide Piloten, sprich Ryan Blaney und Chase Elliott, dann am Sonntag natürlich im Rennen in Pocono sein werden. Die Race Preview dazu findet ihr natürlich dann auch auf meinem Kanal. Ja, dann bringen wir mal hier das zweite Heatrennen hinter uns, bevor wir dann gleich nochmal auf das Format und auf die restlichen Infos zum finalen Rennen eingehen werden. East Stage, beziehungsweise das Heatrennen, konnten wir jetzt für uns entscheiden. Sehr schön, dementsprechend dürften wir eigentlich auch eine ganz gute Ausgangslage haben, hier vielleicht sogar den Gesamtsieg insgesamt mitnehmen zu können. Das Punkteformat sieht ja wie folgt aus: Für die Heatrennen, sprich die Sprintrennen, die wir auch gerade gesehen haben, gibt es in den Top 12 Punkten absteigen. Der Sieger bekommt 12 Punkte. Wir hätten jetzt also im zweiten Rennen quasi 12 Punkte bekommen. Der zweite bekommt 11 Punkte, der dritte bekommt 10 Punkte und so weiter. Beim Hauptrennen werden die Punkte dann verdoppelt und der Sieger bekommt quasi nochmal einen Bonuspunkt. Sprich, der Sieger bekommt im Hauptrennen 25 Punkte, der zweite 22 Punkte, der dritte 20 Punkte und immer so weiter. Ist tatsächlich relativ wichtig, dass wir darüber mal reden, denn wir werden natürlich auch noch über die Punktesituation reden müssen, da es ja natürlich das letzte Rennen ist und die Meisterschaft noch lange nicht entschieden ist. Aber zuerst einmal ein paar Fakten zur Strecke. Der Sharon Speedway ist eine Strecke, ja, bei denen findet man jetzt nicht so unbedingt sehr viele Informationen. Ist ja quasi ein lokaler Dirt Track, scheint auch relativ beliebt zu sein. Einige der größeren Dirt Track Serien, wie eben die World of Outlaws, ist hier öfter mal zu Gast und es ist eben die zweite Dirt-Strecke im Kalender in der diesjährigen SRX-Saison. Auch hier ist es wieder Clay, sprich Ton, als Unterbelag. Und ja, die Strecke ist insgesamt ein 3/8-Mile-Oval, sprich hat eine Streckenlänge von gerade mal 0,6 Kilometer. Also ja, wirklich ein ziemlich kurzer Short-Track. Die Strecke weist ein Semi-Banking auf. Leider weiß ich nicht genau, wie viel Grad-Banking es sind, aber ja, relativ durchschnittlich, wie die meisten von diesen lokalen Dirt-Tracks. Die Strecke wurde 1929 eröffnet und zählt damit zu den ältesten aktiv genutzten Dirt-Tracks in den USA und ja, gehört eben mittlerweile teilweise zumindest der Blaney-Familie. 1954 gab es hier übrigens ein einziges Cup-Rennen, welches Lee Petty gewinnen konnte. Ja, das Rennen wird leider wie alle in dieser Saison nicht in Deutschland, zumindest nicht legal, übertragen. CBS hat die Rechte in Amerika und es wird von Samstag auf Sonntag um 2 Uhr deutscher Zeit gezeigt. Ja, wenn ihr da irgendwie Zugang zu habt, könnt ihr euch das gerne angucken. Ansonsten kann ich nur empfehlen, das am Sonntag irgendwie, meistens geht es schon zum Frühstück, dann auf YouTube nachzuholen. Da gibt es genügend Leute, die die Videos hochladen. Es lohnt sich wirklich, auch die Heatrennen lohnt sich eigentlich reinzuschauen. Ja, das Wetter sieht auch ganz gut aus fürs Finale. 24 Grad, nur vereinzelt bewölkt, 20% Regenwahrscheinlichkeit. Also da spricht, glaube ich, wenig dagegen, dass wir hier ein cooles Finale sehen können. Kommen wir dann abschließend noch auf die Tabellensituation zu sprechen. Und ja, die ist wie gesagt relativ knapp, da ist noch gar nichts entschieden. Bobby Labonte ist durch sein schlechtes Ergebnis auf dem letzten Dirt Track von der Tabellenspitze auf Platz 4 zurückgefallen. An der Spitze befindet sich jetzt Marco Andretti mit 170 Punkten, der in dieser ganzen Saison noch nicht ein einziges Sprint- oder Feature-Rennen gewinnen konnte. Das ist auch interessant. Das ist, ja, würde ich mal sagen, der Inbegriff von konstante Punkte einfahren. Dahinter haben wir dann Ryan Newman, 8 Punkte dahinter, um genau zu sein, mit 162 Punkten. Auf Platz 3 liegt der Serienbesitzer Tony Stewart. Boah, wenn wir, glaube ich, hier einen kleinen Tap Insekt bekommen haben. Ich weiß nicht genau, wer es war, aber war auf jeden Fall nicht so ganz freundlich. Egal. Ja, also auch für Tony Stewart ist hier noch alles drin. Der liegt gerade mal 5 Punkte hinter Ryan Newman. Also hier ist noch alles offen. Und auch Bobby Labonte auf Platz 4
hat mit 155 Punkten noch durchaus Chancen. Gerade mal 15 Punkte Rückstand auf Andretti sind es. Und ja, wir sind ja vorhin schon durchs Punktesystem durchgegangen. Klar, es ist einiges an Rückstand, aber nichts, was unaufholbar wäre. Und ja, wir werden das Rennen hier auf Platz 2. Passt jetzt eigentlich auch zeitlich ziemlich gut. Marco Andretti gewinnt passenderweise hier das Rennen. Wenn das in der Realität auch so wäre, wäre es natürlich lustig, wenn er sich hier den Gesamtsieg sichern könnte mit seinem ersten Rennsieg. Ja, schauen wir mal, wie es dann in der Realität läuft. Das war auf jeden Fall eine tolle Saison. Hat mir bis hierhin schon sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, wie gesagt, auch, dass nächstes Jahr nochmal verlängert wird. Wenn ihr auch der Meinung seid, schreibt mir das gerne mal in die Kommentare oder schreibt mir auch gerne in die Kommentare, wenn euch irgendwas an der Serie nicht gefällt. Gerade die Fun Flags, die gelben Flaggen, die nach einer gewissen Zeit immer rausgeholt werden, kann man ein bisschen kritisieren, aber irgendwo ist es natürlich auch ein Spaß-Event. Auch wenn es die Fahrer echt ernst nehmen, und das ist ja gerade so ein bisschen das Coole und der Reiz an der ganzen Sache. Und ja, wenn euch das Video hier gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da und sehen wir uns hier beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, haut rein und ciao.